Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. Ja, ich habe das mal gestartet und schon ein richtig cooles Feature gesehen. Und zwar, man kann nämlich hier schon, was ich mir für alle Spiele jemals wünschen würde, auch wenn das viel extra Download bedeutet, ja, Textsprache einfach klicken. Oh, Français. Le Chevalier de Baphomet. Song. Broken Sword 5. Ja. Seht ihr? Einfach die Sprache wechseln. Geil, oder? Yeah. Aber jetzt trotzdem. Die Serpenten, das ist doch eigentlich... Serpentin ist doch die Schlange. Serpent. The Serpent's Curse. Flucht der Schlange. Auf Englisch für mich. Auf Deutsch. Der Sündenfall. Und in allen anderen Sprachen heißt es anders. Nur auf Deutsch heißt es der Sündenfall. Strange. Macht aber nichts. Jetzt aber trotzdem Textsprache kann man aussuchen. Hier, man kann auch die Audiosprache im Spiel dann aussuchen. Geil, oder? Französisch wäre cool. Englisch, Deutsch wäre cool, oder? Also, finde ich fett. Finde ich richtig fett. Und wir machen mal Deutsch, mal gucken, wie es ist. Und prinzipiell habe ich nichts dagegen, das auch von mir aus mal auf Französisch zu machen. Warum denn nicht? Ja, wir machen das doch, doch. Ich habe schon 10 Millionen Point-and-Click Adventures gespielt, aber wir möchten das komplett. Ich möchte das komplett haben. Mit allem Pi, Pa und Po. Und da gehört das dazu. Also Leute, viel Spaß. Über die Spitze des roten Pfeils entscheidet eine Lupe. Drückt die linke Maustaste, um zu interagieren. Hotspots. Um George zum Pfeil gesetzt, auf den Boden. Aha. Achso. Das war jetzt nicht so einfach. Taschenlampe auf Zaubern erschienen ist. Lass schaut sie aufheben. Du musst ja das nochmal zu bewegen. Den linken Maustaste klickst. Ey Leute. Das ist doch kein Tutorial. Das ist doch kein Tutorial. Aha. Du sitzt dann rechten Maustaste klickst. Batterien aufheben. Cool. Ich lese schon gar nicht genau, was da ist. Tutorial geschafft. Also Leute, das ist kein Tutorial, ja? Deponia, das hat ein Tutorial. Haha. Aber mein lieber Mann, das hat ein Tutorial. Das war's schon, neues Spiel. Nein! Nein, neues Spiel starten. Also jetzt viel Spaß. Aber die Schlange war klüger als alle Tiere, die in dem Paradies waren. Und Gott verfluchte die Schlange und nannte sie Teufel. Und er sagte, siehe, Adam ist wie einer von uns geworden, weil er das Böse kennt und das Gute. Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund irgendwann in dich. Hey. Ist das geil oder was? Oh, ist der Hammer. Wir müssen jetzt gehen. Papa! Thiago, geh mit deiner Mutter zum Wagen. Nimm das hier. Es wird dich immer leiten. Ja, Papa.
Wir werden bald nachkommen. Xavier, das Gemälde. Mhm. Oh. La Maledictio. Hier lang. Oh, Scheiße. Au. Oh. Signora, es ist zu spät. Gehen Sie. Nein, Papa! Signor, hier. Okay. Oh, yeah. Oh. Durchsucht sie. Search them. Natürlich. Paris im Frühling. Leidenschaft, Romantik, L'amour. Ich arbeitete für eine Kunstversicherung. Man konnte davon leben, gerade so eben. Und dann traf ich zufällig Nico auf einer privaten Ausstellung. Du hast mir nicht gesagt, dass du wieder in Paris bist, George. Gibt sicher viel zu erzählen. Lass uns mal essen gehen. Keiner rührt sich! Non, Monsieur, nicht la Malédiction! Oh. Oh. Wieder einmal hatte Paris mir seine dunkle Seite gezeigt. Ein brutaler Diebstahl, ein sinnloser Mord. Nico und ich wurden wieder mal zusammen in ein neues und furchterregendes Abenteuer verwickelt. Na, das ging jetzt aber flott, oder? Gottes Willen. Wenn die Galeriebesitzer war tot. Ich schätze, manchmal zahlt es sich einfach nicht aus, den Helden zu spielen. Diese Ausstellung war bei meiner Gesellschaft versichert, also musste ich ein Verbrechen aufklären. Die Polizei würde bald hier sein. Ich hatte nicht viel Zeit. Mhm. Oh je. Okay, also hier. Point-and-Click-Adventures. Das letzte, was ich gespielt habe, war das Zack McCracken. Oh. Die Alarmanlage an diesem Gemälde funktionierte noch. Mhm. Warum hatte die Alarmanlage des gestohlenen Gemäldes nicht angesprochen? Wir haben hier oben die Kamera. Wir haben hier. Hier hatte das gestohlene Gemälde gehangen. Wieso gerade aber dieses Gemälde? Warum ist hier so ein schwarzer und Fleck? Und wieso bringt man dafür jemanden um? Ich meine, wie lange hängt es dort? Das gestohlene Gemälde war mit einer Alarmanlage gesichert gewesen. Mhm. Und die hätte anschlagen müssen, als das Gemälde entfernt wurde. Ich musste herausfinden, warum sie das nicht getan hatte. Ja, also normalerweise würde ich mich ja immer erstmal um den Toten kümmern. Das war die Sirene der Alarmanlage. Sie hatte keinen Mucks von sich gegeben, als das Gemälde gestohlen wurde. Okay. Sah einwandfrei aus. Daran lag es schon mal nicht, dass der Alarm nicht losging. Die Alarmanlage war also gar nicht kaputt. Da hatte jemand dran gedreht. Mhm. Cool. Auf jeden Fall, wenn wir es in Deutsch spielen, können wir die Untertitel wegmachen. Darum wurde also kein Alarm ausgelöst. Durchtrenntes Kabel. Ein Kabel war durchtrennt worden. Und zwar von jemandem, der genau wusste, was er tat. Das war ein Insider-Job gewesen. Okay, also das wissen wir jetzt schon mal. Die Druckplatte funktionierte einwandfrei. Aber weil das Kabel durchtrennt war, ging der Alarm nicht los, als man das Bild entfernte. Mhm. Okay, haben wir gelöst. Ja, klasse. Haben wir irgendwas drin? Telefon. Ja, okay. Das war die... Ja, weiß ich. Junge. Okay, gut. Erledigt. Ich will mir den angucken. Der Priester gab dem Galeriebesitzer die letzte Ölung. Ich wollte nicht stören. Ach so, okay. Also es ging jetzt doch rucki-zucki, dass der da tot war. Noch ein Gemälde mit funktionierender Alarmanlage. Naja, das haben wir jetzt geklärt, was da Sache war. Das Gemälde wird auch funktionierend sein. Jetzt Überwachungskamera. Mit etwas Glück hatte die Überwachungskamera den Diebstahl aufgezeichnet. Das Kabel führte von der Kamera in den Raum mit dem Privatschild. Na, können wir mit dem Pfarrer reden kurz? Verzeihen Sie, Pater. Ja, mein Sohn?
Ich bin George Stobart. Diese Ausstellung war bei meiner Gesellschaft versichert. Mein Name ist Simeon. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Sie können für seine Seele beten. Ein sinnloser Mord. Mach ihm doch die Augen zu, Mann. Im Gegenteil. Hey. Dieser Mord ergibt sehr wohl einen Sinn. Okay, wie meinen Sie das? Etwas ungeheuer Böses hat sich hier abgespielt. Das war das Werk des Teufels. Was? Ich bin Priester und Dominikaner. Ich kenne mich mit diesen Dingen aus. Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss beten. Gerade hatte ich noch geplant, mit Nico zum Essen zu gehen. Da wird und wohl kurz draus. Darauf stand ich da und unterhielt mich mit einem Priester über Kunstdiebstahl, Mord und den Teufel. Ja, korrekt. Jetzt gehen wir mal hier rein. Nochmal die Büste angucken. Die Büste stand recht wackelig auf dem Podest. Ich wollte sie nicht runterschubsen. Diese Büste war ziemlich beeindruckend, wer okay. dafür wohl Modell gestanden hatte. Für den gediegenen Connoisseur und für die Kleinigkeit von 80.000. Na, was? Yen? Franc? Euro? Ich hätte nur kurz 65 Riesen zücken müssen und das Prachtstück wäre meins gewesen. Das Plakat sah alt aus. Ich wollte es lieber nicht berühren. Also, gehen wir hier rein in die Tür mal. Okay, Baby. Die Tür war mit einer Code-Tastatur gesichert. Ah, was? Wenn ich da rein wollte, um mir die Bilder der Überwachungskamera anzusehen, brauchte ich den Türcode. Hat er die an sich vielleicht bei sich, den Code? Normalerweise nicht. Der arme Kerl. In der Hand des Toten befand sich ein kleiner Zettel. Es war zu verführerisch. Ich musste einen Blick darauf werfen. Absolut. Da stand 14.30 Uhr. Seien Sie bereit. Sah harmlos aus, bis mir auffiel, dass der Diebstahl genau um 14.30 Uhr stattgefunden hatte. Irgendwas stank hier zum Himmel. Und das waren nicht nur die Fischkanapés. Ich steckte den Zettel schnell zurück. Okay. Er sah entschieden besser aus. Ich legte die Brille wieder dahin zurück, wo ich sie hergenommen hatte. Es war besser, die Beweisstücke unverändert zu lassen. Ja. Ich wollte Henris Blut nicht an meinen Händen. Oh je, oh je. Der arme Kerl. In Henris Tasche steckte eine kleine Flasche. Es war eine Flasche Bré. Laut Etikett weckt es das Tier in dir. Der arme... Viel mehr gibt's wohl nicht. Augen. Ah, danke. Gott sei Dank. Kann ich mir ansehen, wie die da... Okay. Nee, haben wir ja alles eine gesehen. Eine rätselhafte Notiz und ein überwältigendes Rasierwasser. Also das. Keine persönlichen Gegenstände, nichts Handfestes. Ich musste mir definitiv dieses Büro ansehen. Auf jeden. Nur... Wie kommen wir an den Code? Vielleicht kann Lane uns helfen. Das war Hector Lane, Frankreichs größter Kunstkritiker. Wir hatten uns schon mal getroffen und es war schlecht gelaufen. Also, ich habe mal Baphomets Fluch 1 gespielt, aber er wäre tot. Das ist lange her. Aber dem Schnarchen nachzuurteilen, war er nur weggetreten. Ja, vor 15 Jahren rum. Lane war völlig weggetreten. Ich brauchte irgendwas, wovon er zu sich... Zeit, das Tier zu wecken. Was ist? Was war das denn? Das roch ja wie in den 70er Jahren. Wo bin ich? Sie waren ohnmächtig. Ja, mein Freund. In den Nagelknipser war das Monogramm HL eingraviert für Hector Lane. Er musste aus seiner Tasche gefallen sein. Das war ein Klumpen Kaugummi. Wir behalten das gleich mal, ja.
Ich wollte sie nicht mit altem Kaugummi verkleben. Also, Mr. Lane, erzählen Sie uns mal. Willkommen zurück im Land der Lebenden. The Land of the Living. Ich würde das nicht unbedingt leben. Mr. Marston. Stehen Sie da nicht so rum? Holen Sie mir etwas zu essen. Ich habe einen fürchterlichen Schock erlitten, verstehen Sie? Verzeihen Sie. Etwas zu essen. Meine Nerven brauchen Nahrung. Gottes Willen, was ist das für ein Typ, ey? Der Dieb hat den Pizzakarton zurückgelassen. Was da wohl drin ist? Tja, nicht wirklich überraschend. Pizza. Der Kerl musste hungrig gewesen sein. Es war nur noch ein Stück übrig. Mhm. Genau, wie ungeschickt kann man eigentlich nur sein? Niemand hatte bemerkt, dass die Schachtel auf den Boden gefallen war. Ja, und darum... Ich beschloss, sie in Ruhe zu lassen. Ja, und darum kann man sie liegen lassen, ja, weil... Am Müll auf dem Boden wird selbstverständlich liegen gelassen, ist ja klar. Ich habe ein Stück Pizza gefunden. Ich wollte Nahrung, keine Pappsimulation. Na gut, wenn Sie es nicht wollen. Das habe ich ja nicht gesagt. Geben Sie schon her. Unter den gegebenen Umständen war das erstaunlich passabel. Also, was ist hier vorgefallen? Oh, Henri, ist er tot? Ich fürchte ja. Oui, oui. Der arme Kerl. Sieht ihm aber ähnlich, anderen das Rampenlicht zu stehlen. Was? Was ist jetzt los? Verzeihen Sie. Ja? Kenne ich Sie? Ja, unsere Wege haben sich schon mal gekreuzt. In der Glees Gallery. Natürlich, der Kerl mit dem Absinth. Sie haben nicht zufällig... Leider nicht. Schade. Tut mir leid, aber ich kann mich nicht an Ihren Namen erinnern. Ich bin George Stobbart. Bei mir war diese Ausstellung versichert. Ha, dann hoffe ich mal, dass Sie eine gut gefütterte Brieftasche haben, mein Junge. Könnte ich Sie etwas fragen, Mr. Lane? Nur zu. Kannten Sie den Galeriebesitzer? Fangen wir von vorne Natürlich. An. Wir haben zusammen an dieser Ausstellung gearbeitet. Ach ja? Henri stellte den nötigen Platz zur Verfügung. Ich war die kreative Kraftquelle. Wie lange kannten Sie ihn schon? Als Freund viele Jahre. Unsere berufliche Zusammenarbeit ist erst vor kurzem zu dieser Ausstellung erblüht. Unter meiner Schirmherrschaft als Kurator. Und nun geht der arme Kerl einfach hin und lässt sich umbringen. Genau. Wenn Lane etwas mit der Galerie zu tun hatte, kannte er bestimmt den Code für diese Tür. Richtig. Aber jetzt mal etwas über das gestohlene Gemälde? Natürlich, mein Junge. La Maledictio, ein kaum bekanntes Werk, tauchte im letzten Moment auf. Was ist mit dem Mörder? Konnten Sie einen Blick auf ihn werfen? Ein Delinquent mit einer Blechmütze. An mehr kann ich mich wirklich nicht erinnern. Ach ja, Sie wurden ja ohnmächtig. Menschen mit einem ausgeprägten Sinn für Ästhetik reagieren empfindlicher auf Gewalt. Na, da weiß ich Bescheid, gell? Was ist das hier? Sie waren der Kurator dieser Ausstellung? Worum ging es dabei? Eine brillante Retrospektive. Ein dialektisches Sichtfenster auf den laufenden Diskurs der europäischen Kunst mit den ungelösten Psychosen der Nationalstaatlichkeit. Ja, genau so hätte ich das auch ausgedrückt. Ja, selbstverständlich. Ist doch sinnvoll, oder? Ich wüsste da jetzt nichts anderes. Wer hat das gestohlene Bild gemalt? Das ist ein Geheimnis. Wir kennen nur sein Pseudonym. El Serp. Er war Katalane, ein Modernist. El Serp, seine Werke Serpent, sind sehr symbolbefrachtet. Religiös. Okay. Was können Sie mir über das gestohlene Gemälde erzählen? La Maledictio? Ein anspruchsvolles Werk. Zumindest wenn man eine Menge obskurer Heiliger mag. Und christliche Symbolik natürlich. Allerdings nicht besonders wertvoll. Der Dieb wird dafür auf dem Schwarzmarkt nicht viel bekommen. Na dann, wenn Sie diesen uns Laden mal die mitleiten, dann können Sie mir doch bestimmt den Code zu dieser Tür da verraten. Den Code für das Büro?
Ich dachte nur, Sie kennen ihn vielleicht. Ja, tue ich auch. Aber ich kann Sie auf keinen Fall da reinlassen, ehe die Polizei da ist. Ich vermutete, dass ich auf die nette Tour niemals den Türcode von Lane erfahren würde. Ich musste etwas mehr Druck ausüben. Klingt gut auf jeden Fall. Mr. Lane, Sie müssen mir einfach den Code für diese Tür verraten. Und warum bitte sollte ich das müssen? Weil Sie für die Ermittlungsbeamten der Hauptverdächtige sein werden. Wir wissen beide, dass Sie unschuldig sind, Mr. Lane, aber die Polizei wird das nicht ganz so einfach sehen. Ich könnte Sie von Ihrer Fährte ablenken, aber im Gegenzug bräuchte ich den Code für die Bürotür. Das ist doch lächerlich. Die Polizei hätte weder Motiv noch irgendwelche Beweise. Komisch, dass Sie das jetzt gerade erwähnen. Insider, muss ja fast ein Insider sein mit dem durchtrennten Kabel, oder? Jemand hat die Alarmanlage des gestohlenen Gemäldes sabotiert. Ein Kabel wurde durchgeschnitten. Was? Wer konnte sich denn an der Alarmanlage zu schaffen machen? Gute Frage. Es war ein Insider-Job, Mr. Lane. Sie wollen doch nicht etwa andeuten, ich hätte... Nun, ich fürchte, genauso wird das die Polizei aber sehen. Richtig. Das ist doch absurd. Wie soll ich denn das Kabel durchgeschnitten haben? Mit dem ist das Ihr Nagelknipser, Mr. Lane? Ja, da ist mein Monogramm eingraviert. Das perfekte Werkzeug, um damit das Kabel der Alarmanlage an dem gestohlenen Gemälde zu kappen. Was reden Sie da? Ja. Nun, die Alarmanlage wurde sabotiert, Mr. Lane. Es war ein Insider-Job. Sie beschuldigen mich? Wie können Sie es wagen? Ich hatte keinen Grund, Henri zu töten. Nicht das kleinste Motiv. Das sagen Sie. Nur bezweifle ich, dass die Polizei das ebenso sehen wird. Und ich hätte zu gerne diesen Türcode. Das war auf jeden Fall ein Insider-Job, Mr. Lane. Oh, jetzt war man fertig. Die Polizei wird sich sehr dafür interessieren, wo Sie in den letzten Tagen waren. Ich war ein paar Tage nicht in der Stadt. Und gestern Abend bin ich früh zu Bett gegangen. Das sagen Sie. Sie werden mich nicht einschüchtern, damit ich Ihnen den Türcode gebe. Vergessen Sie's. Ich war dicht an irgendwas dran und ich wusste es. Lane fing an zu schwitzen. Kein schöner Anblick. Wie sieht es aus, Mr. Lane? Sind Sie jetzt bereit, mir den Türcode zu verraten? Fliegt mit die Action. Ganz bestimmt nicht. Und Sie jetzt können mir auch weiterhin keinen guten Grund dafür nennen. Oh, mein Freund. Oh, schuldig doch. Aufgrund eines beweiskräftigen Nagelknipsers. Ja. Ich war ein paar Tage nicht in Paris und bin erst heute Morgen zurückgekommen. Wie soll ich das Kabel durchgeschnitten haben? Ich sag das nur ungern, Mr. Lane, aber Sie werden der Hauptverdächtige für diesen Mord sein. Das sagten Sie bereits, Mr. Stobart. Mr. Lane, dieser Raub wirft ein ganz schlechtes Licht auf Sie. Wie ich bereits sagte, ich gehe das Risiko ein. Sie werden den Türcode nicht bekommen. Wie wäre es mit etwas mehr hiervon? Lieber nicht. Als Ersatz für Riechsalz war das Zeug akzeptabel. Als Rasierwasser wäre es reine Barbarei. Schuldig aufgrund eines beweiskräftigen... Reine Hirngespinste! Welches Motiv sollte ich haben, die Alarmanlage zu sabotieren? Okay, ich verstehe schon. Wir reden jetzt mit dem Pater und der wird uns jetzt was erzählen. Pater? Was das... mit dem Gemälde auf sich hat, warum es verflucht ist oder was immer er uns erzählen wollte. Ja, mein Sohn. Ja, mein Sohn, ein Zimmer. Oh je. Da gibt's ja viel zu erzählen. Was meinten Sie damit, dass ich hier etwas ungeheuer Böses abgespielt habe? Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Wie bitte? Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Der Teufel ist immer und überall, Mr. Stobart. Hat Henri noch irgendwas gesagt, bevor er starb? Er sagte, halt den Wagen an, lass mich einsteigen. Was könnte das bedeuten? Das werden wir vielleicht nie erfahren. Ja, aber vielleicht was schon. Was führt Sie zu dieser Ausstellung, Pater? Das Gemälde. Welches? La Maledictio natürlich. Das Gemälde, das gestohlen wurde? Ich musste mich dem Bösen stellen. Ich glaube, hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja, Mr. Stobart, endlich erkennen Sie die Wahrheit.
Nein, Pater, ich wollte damit sagen, dass der Raubmord offenbar ein Insiderjob war. Das Werk des Teufels ist immer ein Insiderjob. Ein Kabel der Alarmanlage des Gemäldes wurde absichtlich durchtrennt. Vielleicht hat es der Teufel persönlich gekappt. Ja, was jetzt? Aber soweit ich weiß, sind in letzter Zeit sehr wenig geschweifte Kerle mit Hörnern und Klumpfuß gesichtet worden. Sie machen sich über mich lustig, Mr. Stobbart. Aber wie Sie noch merken werden, lacht der Teufel gerne als Letzter. Kennen Sie den Code, mit dem man ins Büro gelangt? Nein. Aber Sie könnten ja beten und Gott bitten, Sie zu leiten. Bei allem Respekt, Pater, aber ich suche nach einer etwas schnelleren Lösung. Ja, ein sehr seltsamer Ansatz. Was wissen Sie über den Mann, der La Maledizio gemalt hat? Oder was? Über El Serp? El Serp, er war ein Mann, der mit dem Feuer spielte. Dem Feuer der ewigen Verdammnis. Erzählen Sie mir etwas über das gestohlene Gemälde. Jetzt wird's interessant. Wer was immer in seine Nähe kommt, wird in der Hölle brennen. Das war's? Pater, wie wäre es mit einem Spritzer? Gott bewahre. Erkennen Sie das hier? Den Nagelknipser? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ja, ich weiß selber nicht, worauf ich da hinaus will eigentlich. Wie sieht es aus, Mister? Ganz bestimmt nicht. Schuldig aufgrund eines... Ich war ein paar Tage... Mr. Lane, dieser Raum... Wie ich bereits... Das hat ich sag das nur schon? Ungern, Mr. Das sah... Ja. Sie waren also nicht in der Stadt und sind gestern Abend früh zu Bett gegangen, ja? Stimmt genau. Ich war seit Tagen nicht mehr in der Nähe der Galerie. Okay, was gibt's hier noch? Vielleicht müssen wir auch, raus aus dem... Für den Preis hätte ich ein tolles Auto bekommen. Aus der Ausstellung her. Diese spanischen Modernisten waren aber echt nicht billig. Mal kurz gucken, wo wir rausgehen. Ich glaube, wir haben ja alles erledigt hier drin. Scheint mir zumindest so. Noch eine funktionierende Alarmanlage. Der Dieb hatte also das einzige Bild mitgenommen, dessen Alarmanlage sabotiert worden war. Genau, und hat es auch aber warum gerecht gerade dieses Bild? Gefunden. Aber warum gerade dieses spezielle? Ja, weil es verflucht ich ist. Brauchte... Was ist? Ja, den Code brauchen wir. Okay. Also, wir gehen jetzt mal raus. Ich beschloss sie. Beschloss er das? 55.000. Schade. Ganz knapp über meinem Budget. Eine ruhige Straße in einer gehobenen Gegend. Nicht gerade das ideale Pflaster für Gelegenheitsdiebe. Ja. Jetzt mal gucken. Vielleicht können wir jetzt speichern. Wir können speichern. Dann würde ich mal vorschlagen. Genau. Die Folge ist jetzt zu Ende und nächstes Mal geht es an dieser Stelle weiter. Dann gucken wir, wie wir an den Code kommen. Ob wir noch ein bisschen mehr über das Bild rausfinden. Und ich freue mich schon. Bis dahin, macht's gut. Ciao.